Sehr geehrter Herr Singer, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Rhetorik und Wissen 2016. Unter Menschen, die Wissenschaftsevents organisieren, gibt es immer den Satz, dass eine Disziplin immer zieht, und das ist Astro. Astro zieht immer. Heute Abend muss man sagen, Neuro zieht auch immer oder Singer zieht immer. Sie sind also sehr zahlreich erschienen. Wir übertragen in zwei Hörsäle von hier aus. Und es freut mich also sehr, dass Sie trotz Semesterende und allem anderen den Weg zu Rhetorik und Wissen 2016 gefunden haben. Dass so viele gekommen sind, spricht natürlich vor allen Dingen, lieber Wolf Singer, für Sie, für das Interesse an Ihrer Forschung, für das Ansehen, das Sie als kritischer, intellektueller und origineller Denker genießen. Ich will in den nächsten Minuten die Reihe Rhetorik und Wissen ein wenig vorstellen und auch noch ein bisschen was zu Wolf Singer sagen, bevor dann, Herr Singer ist der Grund, warum Sie alle da sind, bevor dann wirklich Herr Singer loslegt. Die Vermittlung aktueller Forschung treibt Wolf Singer schon lange an. Als eines der Gründungsmitglieder des Frankfurt Institute for Advanced Studies und des Ernst-Strüngmann-Forums, das sich ganz der öffentlichen Vermittlung von Wissenschaft verschrieben hat, geht es Wolf Singer seit langem darum, zu zeigen, dass die Ergebnisse wissenschaftlicher Forschung uns alle betreffen, dass sie unsere Zukunft verändern können. Und wieder der Vereinfacher ist ein Schlachtruf von Wolf Singer geworden. Und dieser Schlachtruf, wieder die Vereinfacher, macht Wolf Singer zu einem idealen Redner für Rhetorik und Wissen, einer Vortragsreihe, die es sich zum Ziel gesetzt hat, zu klären, welche Rolle Rhetorik in der modernen Wissenschaftsgesellschaft spielen kann. Am rhetorischen Seminar gehen wir diesem Thema Wissenschaftskommunikation, angestiftet, könnte man sagen, durch die Klaus-Schierer-Stiftung in Heidelberg, nun schon einige Zeit nach, und auch Rhetorik und Wissen ist möglich durch die großzügige Unterstützung der Schierer-Stiftung, mit der wir nun seit einigen Jahren kooperieren, seitdem es nämlich das Projekt Jugend präsentiert gibt. Und Jugend präsentiert ist ein Projekt, das versucht, junge Leute kommunikativ voranzubringen und gerade in den Naturwissenschaften die Bedeutung von Kommunikation herauszustreichen und auch von Präsentationen herauszustreichen, was im Unterricht häufig zu kurz kommt. Ich freue mich sehr, dass heute Abend Renate Ries und Michaela Reinhardt von der Klaus-Schierer-Stiftung hier sind und aus Heidelberg zu uns gekommen sind. Dank auch an Friederike Gräser, die aus Berlin angereist ist, von Jugend präsentiert, eben von diesem Projekt, von dem ich gesprochen habe eben. Vor genau 50 Jahren, zur Eröffnung des Wintersemesters 1965-1966, hielt Walter Jens hier in Tübingen einen Vortrag mit dem Titel von Deutscher Rede. Das war vermutlich noch nicht in diesem Gebäude, das stand noch nicht, Herr Weidt weiß das besser, war vermutlich im Festsaal. Und in diesem von Deutscher Rede findet sich der Satz, dass es die zentrale Frage sei, die Rhetorik zu beantworten habe, und jetzt zitiere ich Herrn Jens, wie Vernunft sprachmächtig und Denken praktisch werden kann. Es fällt uns heute vielleicht etwas schwerer, so ganz ohne Anfrage und ohne Zweifel von der Vernunft zu reden, und man muss vielleicht auch ein wenig Pathos aus diesem Satz herausstreichen. Wenn man das aber macht, erkennt man, dass Jens da wirklich einen sehr aktuellen Gedanken verfolgt, denn inzwischen sind wir angekommen in der Wissensgesellschaft. Wissen ist die Ressource des 21. Jahrhunderts. Und mit dem Aufkommen der Wissenschaftsgesellschaft gab es zunächst großen Optimismus, den man nachvollziehen kann, wenn man so die frühen Texte der Internetpioniere liest. Die dachten, nun ist alles anders, Wissen ist universell verfügbar. Inzwischen haben wir einsehen müssen, dass die Verfügbarkeit von Informationen eben nicht zwangsläufig Wissen und Einsicht befördert. Und die Rückkopplung von wissenschaftlichem Fortschritt und Öffentlichkeit ist eine Herausforderung geblieben. Eine Herausforderung, der sich Wolf Singer immer gestellt hat. Und schon 2003 wurde er dafür auch mit dem Communicator-Preis der DFG ausgezeichnet. Wolf Singer hat immer wieder die komplexen Erkenntnisse moderner Hirnforschung erklärt, geduldig erklärt und vor allem auch deren Konsequenzen ausgesprochen, angesprochen und pointiert diskutiert. Erfolgreiche Wissenschaftskommunikation wird also häufig vor allem als ein Problem von Verständlichkeit betrachtet, so als bräuchte man nur eine einfache Sprache und alles sei klar. In Wirklichkeit aber sind Menschen nicht neutrale und passive Empfänger von Informationen. Vielmehr ist die Art und Weise, wie wir auf Informationen reagieren, von unserer Motivation abhängig,
von der Perspektive, die wir einnehmen. Und daher ist Wissenskommunikation durchaus auch ein rhetorisches Geschäft. Erkenntnisse sind umstritten und umkämpft. Wissenschaftliche Forschung liefert oft konkurrierende Erklärungen und Modelle, die eben nicht selbstevident sind. Mehr noch, immer wieder gibt es grundlegenden Zweifel und Kritik an den Methoden wissenschaftlicher Forschung, auch am Sinn des Fortschritts. Und solche Diskussionen sind ja auch in Tübingen vor wenigen Monaten sehr laut artikuliert worden. Zweifel, die auch Ihnen, lieber Herr Singer, ja oft entgegengeschlagen sind. Auch Erkenntnis und wissenschaftlicher Fortschritt stoßen häufig eben auf Widerstände, werden auf ihre Akzeptanz hin geprüft und das ist zunächst mal auch gut so. Zugleich wird daraus aber ersichtlich, wie schwierig das Terrain der Wissenskommunikation ist, wie wichtig es ist, zu erklären und aufzuklären, so wie es Wolf Singer immer wieder versucht. Uns bleibt dazu auch keine Alternative in Anbetracht globaler Herausforderungen wie des Klimawandels oder auch in Anbetracht der Reichweite, die menschliche Handlungen haben können. Ich freue mich sehr, lieber Herr Singer, dass Sie heute Abend hierher gekommen sind und dass ich Sie hier begrüßen darf und dass wir damit einen Wissenschaftler von Weltrang bei Rhetorik und Wissen vorstellen können. Die Zahl der Auszeichnungen von Professor Singer ist enorm. Wird ein Wissenschaftlerleben oft dadurch gekrönt, dass man eine Ehrendoktorwürde erhält oder eine Akademiemitgliedschaft erobert, so ist Herr Singer Mitglied der Leopoldina, der Französischen Akademie der Wissenschaften, der Russischen Akademie der Wissenschaften, der Darmstädter Akademie für Sprache und Dichtung und der Päpstlichen Wissenschaftsakademie. Ritter der Französischen Ehrenlegion, Träger des Bundesverdienstkreuzes. Ich könnte die Liste beinahe endlos fortsetzen, werde das aber nicht tun, keine Sorge. Ein Großteil seiner wissenschaftlichen Arbeit ist mit dem Max-Planck-Institut für Gehirnforschung in Frankfurt verbunden, wo er heute das Singer Emeritus Department leitet. Seine Stimme wird in gesellschaftlichen Debatten gehört, polarisiert und motiviert. Wolf Singer ist ein Wissenschaftler, der sich einmischt, ob es um die Erkenntnisse der Hirnforschung geht oder um den Ausbau des Frankfurter Flughafens. Herr Singer hat wichtige Forschungsbeiträge zur visuellen Wahrnehmung geleistet, die Idee menschlicher Freiheit und Autonomie kritisch hinterfragt. Das war sehr stark ja in den Feuilletons präsent. Heute Abend nun wird er zum Thema, wie man das Unerklärliche erklärt, sprechen. Reden über das Reden, haben Sie es mal im Telefongespräch mit mir genannt. Das passt auch sehr schön. Also Reden über das Reden. Lieber Herr Singer, das Seminar für allgemeine Rhetorik fühlt sich geehrt, dass Sie hier sind. Lieber Herr Kramer, meine sehr verehrten Damen und Herren, zunächst ganz herzlichen Dank für die Gelegenheit, heute Abend hier zu sein. Entschuldigung denen, die in diesen anderen Hörsälen sitzen und dann die Diskussion nicht miterleben können oder sich nicht daran beteiligen können. Vielen Dank für die einführenden Worte, die mir zeigen, dass ich in die Jahre gekommen bin. Ich habe auch klammheimlich am Flyer vorbei den Titel verändert. Er heißt jetzt, wie das Unvorstellbare erklären, Fragezeichen, und das ist mir wichtig. Ich werde versuchen, zunächst mal, weil ich gebeten worden bin, über das Reden zu reden, was ich in der Regel nicht tue, weshalb das jetzt ein Abenteuer für Sie genauso wie für mich werden wird. Aber ich will es versuchen, diese Metaebene wenigstens eine Zeit lang aufrechtzuerhalten. Ich werde versuchen zu begründen, warum es wichtig ist, warum es geradezu verpflichtend ist, wissen zu wollen, was die ethischen Komplikationen und Konsequenzen sind und dass daraus folgt, dass es auch eine Verpflichtung ist, Wissen zu vermitteln. Nicht nur Wissen zu vermitteln, sondern auch sich darum zu bemühen, dieses Wissen zu internalisieren. Und das tun Sie heute Abend alle. Und ich bin Ihnen extrem dankbar dafür, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Das ist unglaublich für so eine doch sehr kleine Stadt. Vielen Dank also. Warum also sollte Wissen wollen eine moralische Verpflichtung sein? Es ist natürlich offensichtlich, dass Wissen wollen zunächst konstitutiv für Menschsein ist. Nicht nur für Menschsein, auch Tiere sind neugierig, auch Tiere wollen wissen. Und der Grund, warum wir das evolutionäre Erbe der Neugierde in uns tragen, ist natürlich, dass um überhaupt leben zu können und sich fortpflanzen zu können, man ein zutreffendes Modell von der Welt in sich tragen muss. Nicht nur ein Modell von der Welt,
sondern auch ein Selbstmodell. Man muss wissen, wie man in diese Welt eingebettet ist, um adäquat handeln zu können. Die Quellen, die wir zu nutzen, um dieses Selbstmodell und dieses Modell von der Welt zu erstellen, sind nun vielfach. Einmal ist da natürlich die Evolution. Die Evolution hat über Versuch, Irrtum, Selektion Organe hervorgebracht, die an die Umwelt, so gut es eben geht, angepasst sind. Und das Gehirn ist eines dieser Organe. Gehirne haben sich mit ihren kognitiven Fähigkeiten an die Bedingungen der vorgefundenen Welt so angepasst, dass sie die Funktionen übernehmen können, die der Organismus, der sie trägt, braucht, um überleben zu können, um sich fortpflanzen zu können, um zutreffende Voraussagen zu machen über das, was sein Handeln bewirken wird und über das, was sich, wenn er Situationen beobachtet, daraus entwickeln kann. Tiere, genauso wie Menschen, handeln zur Probe, wir nennen das Probehandeln, und erschließen sich damit eine weitere Wissensquelle in der aktuellen Auseinandersetzung mit Umwelt. Wissen, das auf diese Weise erworben wird, ist in der Regel Wissen, von dem wir wissen, während das Wissen, das uns die Evolution vermittelt hat, zu einer Zeit erworben ist, in der wir nicht zugegen waren. Wir wissen also nicht, dass wir dieses Wissen haben, und ich werde Ihnen hinterher mal ein Beispiel zeigen, wie mächtig dieses Wissen, diese Hypothesenbildung über die Struktur und über das So-Sein von Welt für unser Verhalten ist und sogar unsere Wahrnehmungen bestimmt. Eine weitere Wissensquelle sind natürlich die Wissenschaften. Das ist die Empirie, das ist der Versuch, systematisch durch Beobachten, durch Erzeugen von Messinstrumenten, die unsere Sinnessysteme erweitern, und durch rationale Schließen die Welt zu erkunden. Immer komplettere Modelle zu bauen, immer zutreffendere Modelle zu bauen. Das ist eine überlebensnotwendige Verpflichtung, die Tiere automatisch erfüllen und die wir neugiergetrieben natürlich genauso wahrnehmen. Es kommt aber noch ein Punkt dazu. Wir handeln und greifen ständig in die Geschicke der Welt ein, in unsere Sozialsysteme genauso wie in unsere Klimasysteme und Wirtschaftssysteme. Und weil wir reflektierende Wesen sind und deshalb moralische Wesen, moralische Agenten, weil wir darüber nachdenken können, was die Folgen dessen sind, was wir tun, wird es für uns verpflichtend, wissen zu wollen. Denn Handeln ohne zu wissen ist fahrlässig und moralisch nicht zu rechtfertigen. Es ist unethisch. Nun ist es aber leider so, dass die Aktivitäten, die aus dem Wissen wollen resultieren, ständig zu ethischen Konflikten führen. Das beginnt schon damit, dass es einen Kampf um Ressourcen gibt. Die moderne Wissenschaft insbesondere ist extrem teuer. Wir investieren Milliarden in Teilchenbeschleuniger, in im Weltraum kreisende Observatorien. Und dieses Geld könnte natürlich genauso gut verwendet werden, um irgendwelche Wohltätigkeiten zu finanzieren. Aber wir haben uns entschieden, dass wir einen ganz erheblichen Prozentsatz des Bruttosozialproduktes in diese Art von Forschung stecken. Und man kann sich natürlich fragen, wozu dient das, zu wissen, was die ersten Nanosekunden nach dem Urknall passiert ist? Oder wozu dient uns das, zu wissen, in welche unvorstellbare Unendlichkeit sich unser Universum hinein ausdehnt? Um ein utilitaristisches Argument hinzuzufügen, die ich aber später noch relativieren werde, natürlich hat diese rein neugiergetriebene Forschung zu Ergebnissen geführt, die es uns jetzt erlauben, rückzuschließen, dass die Erzeugung von Treibhausgasen die Welt erwärmt. Hätten Menschen keine Raketen gebaut, hätten sie nicht die Stratosphäre erforscht, völlig ohne damals daran zu denken, dass das irgendwann mal anwendungsbezogen werden würde, wüssten wir nichts über das Ozonloch und wüssten wir nichts über den Treibhauseffekt. Dann kommt ein weiteres großes Problem hinzu, und das ist, glaube ich, gerade in Tübingen jetzt besonders akut geworden durch die Vorfälle um die Primatenversuche von Nikos Logothetis, die wir natürlich mit großer Aufmerksamkeit verfolgt haben. Ich mache selber solche Versuche. In den Lebenswissenschaften wird natürlich an lebenden Organismen geforscht. Es gibt keine Alternative dazu, denn man kann nicht an irgendwelchen Simulationen Erkenntnisse gewinnen, die man erst gewinnen muss, um die Simulationen durchführen zu können.
Es ist also klar, dass man zur Erforschung von Lebewesen Lebewesen erforschen muss. Und das gilt sowohl für Forschung an Tieren wie an Menschen. Und diese Forschung bringt notwendig Einschränkungen der Lebensqualität für die Versuchstiere, aber auch für die Menschen, die in Versuchen stehen, mit sich. Beendet vor allen Dingen im Tierversuch vorzeitig die Lebensspanne der Versuchstiere. Und mit diesem Problem muss jeder, der in den Lebenswissenschaften arbeitet, ständig umgehen. Und es gibt natürlich andere ethische Probleme, die im Augenblick sehr viel diskutiert werden. Wie viel darf ich? Darf ich eingreifen in die Keimbahn des Menschen? Darf ich die Möglichkeiten der Genmanipulation so einsetzen, wie das inzwischen möglich geworden ist? Und vieles mehr. Und dann kann natürlich, und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, Wissen generell missbraucht werden. Wissen ist immer janusköpfig. Es kann zum Guten wie zum Bösen gewendet werden. Und die Wissenschaftsgeschichte ist voll von Beispielen, dass eine Entdeckung, die oft nicht mal antizipiert war, nach wenigen Jahren sowohl als auch eingesetzt wird. Das heißt also, wir müssen unsere ethischen, die Grenzen zwischen ethisch Vertretbaren und nicht Vertretbaren ständig justieren und wir müssen uns gewahr sein, dass wir immer nur Kompromisse finden können, dass es keine sauberen, für alle befriedigenden ethischen Lösungen geben kann für diese ständig auftretenden Konflikte. Das heißt, es erfordert einen gesamtgesellschaftlichen Diskurs. Man darf diese Diskussion den Wissenschaftlern alleine nicht überlassen, man darf sie auch den Politikern alleine nicht überlassen. Wir alle müssen uns in diesen Diskurs einmischen. Das hat aber Konsequenzen. Wir alle müssen gemeinsam festlegen, wo die nicht überschreitbaren Grenzen liegen. Und die sind von Kultur zu Kultur verschieden. In England darf eingegriffen werden in die Keimbahn von menschlichen Stammzellen. In Deutschland ist das verboten. Woanders gibt es überhaupt keine Probleme mit Tierversuchen. Bei uns ist es ein ganz sensibles Thema geworden. Und solche Beispiele gibt es zuhauf. Das erfordert dieser Diskurs die Abwägung von Nutzen und Schaden. Und das ist ein außerordentlich schwieriger Prozess wegen der inkommensurablen Variablen. Man muss zum Beispiel, wenn man einen Antrag zur Durchführung von Tierversuchen stellt, abwägen zwischen dem Schaden, dem Leid, das einem Lebewesen zugefügt wird auf der einen Seite und dem potenziellen Nutzen, der aus diesen Experimenten entsteht, also dem Wissenszuwachs. Sie sehen schon, dass es auf beiden Seiten große Definitionsprobleme gibt, denn utilitaristische Begründungen in der Grundlagenforschung sind fast nicht möglich. In der Regel weiß ein Forscher, der an der Front des Wissens arbeitet und gute Forschung macht, nicht, was er am nächsten Tag entdecken wird. Wüsste er es, müsste er es nicht tun. Also der Wissenszuwachs ist umso größer, je weniger ich weiß, was aus der Arbeit, die ich mache, entstehen wird. Trotzdem muss ich aber irgendwie begründen, dass das, was ich mache, ethisch zu rechtfertigen ist. Und wie mache ich das? Ich weise dann darauf hin, entweder mit einem wissenschaftshistorischen Argument, wir wissen doch, dass mehr Wissen irgendwann mal zu anwendungsbezogenen, wohltuenden Erfindungen führen wird oder zu Therapien im Bereich der Medizin. Aber im Einzelfall wissen wir das meist nicht. Und deshalb sind sehr viele der utilitaristischen Begründungen, die wir gezwungen sind zu bringen, sowohl wenn wir Forschungsanträge stellen, als auch wenn wir uns in der Öffentlichkeit rechtfertigen wollen, als auch wenn wir eine Ethikkommission davon überzeugen wollen, dass das, was wir tun, notwendig ist, um Wissen zu vermehren, werden wir meistens dazu gezwungen, zum Schluss unserer Ausführungen festzulegen, wozu das, was wir zu erkennen, erhoffen, und das können wir niemals versprechen, wenn die Forschung gut ist, auf kurzem Wege anwendbar sein wird für irgendetwas. Das beliebteste Argument ist natürlich, es werden Therapien entwickelt, aber es geht auch, irgendeinen technologischen Fortschritt zu prognostizieren. Wenn wir besser verstehen, wie Gehirne funktionieren, können wir bessere Computer bauen und das wird eine Revolution werden. Die von der Biologie inspirierten Computerarchitekturen werden ganz anders sein als das, was wir im Augenblick kennen. Kurz und gut, wir werden alle zu diesen Begründungen gezwungen, wissen aber gleichzeitig,
dass diese Begründungen im Wesentlichen unredlich sind und wir sollten uns zurückhalten. Ich würde also lieber eine Lanze brechen dem Argument, dass Wissen wollen an sich eine konstitutiv menschliche Haltung ist und dass der Erwerb von Wissen eine kulturelle Aktivität ist, die zum Menschsein gehört, wie alle anderen kulturellen Aktivitäten. Nur ist das ein Argument, mit dem man in der Regel keine Forschungsgelder wird einwerben können. Nun, weil dieses Finden von ethischen Kompromissen einen kollektiven Diskurs erfordert, wird die Vermittlung von Wissen als moralische Verpflichtung gesehen. Altkanzler Schmidt hat irgendwann einmal gesagt, die Wissenschaft hat eine Bringschuld. Und der Grund für diese Bringschuld ist gerade dieser. Es ist notwendig, damit ein verantwortlicher Diskurs in der Gesellschaft geführt werden kann über das, was möglich ist und das, was nicht möglich ist, das, was erlaubt sein soll oder verboten. Dieser Diskurs erfordert Einsicht, der erfordert Wissen über das, was geschieht. Weshalb auch, dass sich informieren Pflicht ist. Wenn man mitreden will, muss man sich die Mühe machen, zumindest das Vermittelbare zu verstehen. Jetzt komme ich zu den Problemen, die in der Vermittlung liegen. Sie haben es schon angesprochen, es ist nicht immer einfach und es ist auch im Titel, wissenschaftliche Erkenntnisse so herunter zu deklinieren, dass sie in ihrer Tiefe verstanden werden. Und ich werde dann gleich ausführen, dass es in manchen Bereichen völlig unmöglich ist. Ein großes Problem ist natürlich die mangelnde Perspektivenübernahme des Experten. Wenn man 20, 30 Jahre in einem Feld mit Kollegen gearbeitet hat, kann man sich nicht mehr vorstellen, was man möglicherweise nicht voraussetzen kann, was nicht gewusst wird. Und handelt dann, wir nennen das Hidden Agenda, das ist etwa so, als würde man einen komplexen Gedanken denken und dann mittendrin anfangen, laut zu sprechen, ohne das, den Vorspann gehabt zu haben. Das ist außerordentlich lästig, wenn man mit solchen Menschen konfrontiert ist, weil man merkt, da ist etwas, was ich verstehen möchte, was sie mir aber wirklich nicht, was sie mir vorenthalten. Und das ist, glaube ich, eines der großen Probleme bei der Vermittlung von Wissenschaft, weil so viel Theoriehintergrund gewusst sein müsste, um wirklich beurteilen zu können, ob das, was als je nächstes gemacht werden soll, wirklich notwendig ist. Dann gibt es ein Problem, und das ist jetzt kontrafaktisch. Es soll ja eigentlich sollen Fakten erklärt werden. Es soll solides Wissen vermittelt werden. Und da bleibt kaum Platz für Rhetorik, jedenfalls in meinem Selbstverständnis. Man soll dann sachlich sein, man soll nicht versuchen zu verführen, man soll nicht versuchen, etwas zu behaupten, was man im Grunde nicht glaubt, nur um irgendwas durchzusetzen. Ich denke, das sind alles Tricks der Rhetoriker, die eigentlich der Wissenschaftler nicht verwenden sollte. Dennoch, es gibt ein weiteres Problem und das ist der methodische Zweifel, der den Wissenschaftlern anerzogen wird. Wissenschaftler werden dazu erzogen, zunächst mal nichts zu glauben, nicht mal ihre eigenen Daten. Alles zu hinterfragen, immer wieder zu zögern, immer wieder zu relativieren. Und wenn man das bei der Vermittlung von wissenschaftlichen Inhalten tut, dann wird man sehr schnell unglaubwürdig, weil sie wollen ja alle etwas erfahren, was Gültigkeit hat. Und wenn dann einer dasteht und sagt, naja, das könnte aber auch ganz anders sein und nehmen Sie das nicht so ernst, alles Wissen ist vorläufig, dann breitet sich sehr schnell Resignation aus. Im Vermittler genauso wie bei denen, die zuhören. Erkenntnis ist halt vorläufig. Sie sollten eigentlich immer skeptisch sein, wenn irgendwas mit einem Brustton der Überzeugung behauptet wird und als Letztwahrheit vorgestellt. Und dann kommt das Problem, dass immer interpretiert werden muss. Selbst was als hartes Faktum erscheint, ist eingebettet in Kontext und wird interpretiert als Funktion des Kontextes. Und wie man den Kontext gestaltet, ist natürlich sehr davon abhängig, wie jemand sozialisiert worden ist. Jeder wird auf eine bestimmte Weise Auswahl treffen müssen und auf diese Weise sich selbst mit einbringen in das, was vermittelt wird. Und das lässt sich fast nicht verhindern.
Dann auf das Problem hatte ich schon hingewiesen. Ohne Vorwissen gibt es kein Erkennen und gibt es kein Verstehen. Das ist dasselbe wie mit der Wahrnehmung. Wenn in Ihrem Kopf nicht schon ein sehr informationsträchtiges Modell von der Welt wäre, das vorgibt, Erwartungen, wie Objekte auszusehen haben, wie der dreidimensionale Raum ausschaut, wie die Signale, die sie über die Sinnesorgane ins Gehirn gespielt bekommen, geordnet werden müssen, damit sie Objekte erkennen können. Ohne dieses Vorwissen würden sie überhaupt nichts erkennen können. Sie wären nicht in der Lage, diese zweidimensionale Verteilung von elektromagnetischen Wellen auf ihrer Netzhaut so zu interpretieren, dass dabei komplexe visuelle Szenen zustande kommen. Das Gleiche gilt natürlich auch für das, was vermittelt werden soll. Wenn es nicht möglich ist, das einzubetten in schon vorhandenes Vorwissen, in Modellwissen, dann kann Verstehen nicht sich ereignen. Und dann kommt das Problem, dass vor allen Dingen die manche Zweige der Naturwissenschaften haben, insbesondere solche, die sich sehr stark auf mathematische Beschreibungen verlassen müssen, also auf eine Parallelsprache, um Zusammenhänge, Relationen zu definieren. Diese Sprachen lassen sich überhaupt nur verstehen, wenn man sie gelernt hat. Das ist trivial. Und deshalb sind die Modelle und Theorien, die diesen Erkenntnissen zugrunde liegen, oft überhaupt nicht vermittelbar, weil sie in der Umgangssprache nicht formulierbar sind und wir alle, mich eingeschlossen, die mathematischen Formulierungen nicht lesen können. Und dann kommt noch ein weiteres Problem dazu, und das sind die kognitiven Beschränkungen unseres eigenen Gehirns. Es gibt viele Phänomene, die wir zwar messend erfassen können und wieder in mathematischen Beschreibungen durch Extrapolation weiter erforschen können, die wir uns aber überhaupt nicht vorstellen können. Und ich werde Ihnen gleich die Gründe geben, warum wir uns vieles überhaupt nicht vorstellen können, warum unsere Kognition so eingeschränkt ist. Und das betrifft vorwiegend das Verständnis von sehr komplexen Systemen. Das betrifft das Verständnis von Systemen, für die wir überhaupt keine Intuition haben, die sich durch eine nichtlineare Dynamik auszeichnen. Also die nicht wie ein Uhrwerk immer sich regelhaft in die Zukunft entwickeln, sondern diese komplexen Entwicklungstrajektorien durchmachen. Ich gebe Ihnen Beispiele. Und es gilt natürlich, das ist trivial, für das ganz Kleine und für das ganz Große. Wir haben keine Intuition für die Vorgänge, die in der Quantenwelt beschrieben werden und dort angeblich der Fall sind. Genauso wenig wie für das, was im Kosmos passiert. Und Sie werden dann gleich auch sehen, wir haben selbst ein Problem damit, uns vorzustellen, was in unserem eigenen Kopf vor sich geht, weil das Gehirn einen Komplexitätsgrad aufweist, der mit dem des uns bekannten Universums leicht mithalten kann. Und zusätzlich noch eine Dynamik aufweist, die all diese Eigenschaften hat, Komplexität und Nichtlinearität. Warum ist unser Vorstellungsvermögen so begrenzt? Die Antwort ist einfach. Ich hatte schon kurz erwähnt, wenn wir Modelle von der Welt aufbauen, dann tun wir das aufgrund evolutionär in den Kopf eingespeicherten Vorwissens. Wissen, das in der Architektur des Gehirns niedergelegt ist und über die Gene von Mal zu Mal exprimiert wird. Wissen, das durch Versuch und Irrtum und Ausprobieren erworben worden ist. Und die Organismen, die den Test bestanden haben, haben sich fortpflanzen können. Deshalb haben wir schon aufgrund der Struktur unserer Gehirne ganz viel Wissen über die Art und Weise, wie Welt zu sein hat. Jetzt ist natürlich trivial, dass wir nur erkennen, erdenken und uns vorstellen können, was die kognitiven Leistungen unseres Gehirns zu erfassen erlauben. Das ist fast ein Zirkelschluss. Jetzt hatte ich aber gesagt, dass Gehirne sich anpassend an die vorgefundene Welt, und zwar in dem Fall die vorkulturelle Welt, ihre kognitiven Funktionen entwickelt haben. Und zwar nur solche kognitiven Funktionen, die der Organismus braucht, um überleben zu können. Sie sehen schon, wie eklektisch dieser Prozess ist. Wir picken aus dem Kontinuum von physikalischen und chemischen Energien, die wir im Prinzip wahrnehmen könnten, ganz enge Spektren aus, und zwar nur die für uns wichtig sind. Alles andere können wir überhaupt nicht wahrnehmen. Sie sehen keine Radiowellen, Sie sehen kein ultraviolettes Licht, Sie hören keine Ultraschalltöne und so vieles mehr. Es geht aber nicht nur um die Begrenzung des Sensoriums, was wieder die Primärwahrnehmungen begrenzt, sondern es geht auch um Verarbeitungsprinzipien. Die von den Sinnessystemen zur Verfügung gestellten Signale werden im Gehirn auf komplexe Weise bewertet unter Hinzuziehen von Vorwissen und das aber auch wieder auf ganz spezielle Art. Die Programme, nach denen
dieses Wissen verarbeitet wird. Die liegen in der Architektur des Nervensystems niedergelegt, können durch Lernen noch ein bisschen überformt werden, sind aber ihrerseits angepasst an das, was ein überleben wollendes Tier, siebe Mensch, braucht. Und das sind natürlich ganz andere Qualitäten als das, was man bräuchte, um die möglicherweise vorhandene Wahrheit oder Wahnstrukturen hinter den Phänomenen, die wir wahrnehmen, erfassen zu können. Wir haben uns also einen winzigen Ausschnitt der Welt angepasst, nämlich an die Dimensionen von ein paar Millimetern zu ein paar Metern. Das ist da, wo Leben sich entwickelt hat. Und haben deshalb überhaupt keine Antennen und keine Denkvorstellungen entwickeln können und brauchen, die man bräuchte, um zum Beispiel sich in der Quantenwelt souverän und intuitiv angepasst zu verhalten oder im Universum. Es war nie gefragt, hat sich nicht entwickelt und wir verfügen deshalb auch nicht darüber. Das heißt also, unsere kognitiven Leistungen sind a priori stark begrenzt, wir wissen das. Wir wissen nicht genau, wo die Grenzen liegen, aber wir finden auf Schritt und Tritt diese Begrenzungen. Quantenphysik und Astrophysik hatte ich schon erwähnt und übers Gehirn werde ich dann noch ein bisschen sprechen, um Ihnen zu zeigen, wo die Grenzen des Vorstellbaren sind im Augenblick. Nun, aus all dem folgt, dass nicht alle alles wissen können, aber alle sich mit dem, was die Wissenschaft tut, befassen muss. Das heißt aber, dass Vertrauen sein muss. Es muss möglich sein, einem Experten zu vertrauen, dass das, was er sagt über die Notwendigkeit dessen, was jetzt als nächstes angesagt ist und getan werden müsste, um Wissen zu vermehren, von ihm redlich gemeint ist. Es muss also in diesem Diskurs vertraut werden, weil nicht alle alles wissen können. Und deshalb ist es auch wichtig in der Wissenschaftskommunikation, glaube ich, dass sie so stattfindet, dass sie vertrauensbildend ist. Und das ist vielleicht sogar das wichtigste Element in diesem ganzen Vermittlungsprozess. Vertrauen entsteht, wenn kommuniziert wird. Vertrauen entsteht, wenn redliche Argumente vorgebracht werden und nicht irgendwelche Schutzbehauptungen. Also ich glaube, wir haben sehr viel Vertrauen damit verspielt, dass wir immer wieder Verheißungen gemacht haben, die nicht eingetroffen sind, weil wir gedacht haben, wir müssen jedes Mal mit irgendeinem utilitaristischen Argument begründen, warum wir wissen wollen. Es wäre redlicher zu sagen, nein, Neugier, wissen wollen ist konstitutiv für Menschsein, ist eine kulturelle Aktivität. Wir geben einen gewissen Prozentsatz von unserem Geld dafür her und schauen immer nur, dass das innerhalb ethischer Vereinbarungen bleibt. Aber im Übrigen schützen wir diese Aktivität, genauso wie wir die Aktivität von Künstlern schützen. Auch ein Grund, warum Freiheit der Wissenschaft im Grundgesetz steht. Und dann muss Wissenschaft transparent sein. Sie darf sich nicht verstecken, sie muss offenlegen, was sie tut. Gut, damit habe ich, glaube ich, die wichtigste Begründung geliefert, warum Wissenschaft sich erklären muss. Jetzt will ich Ihnen ein paar Beispiele geben für Vorstellbares, aber auch Unvorstellbares, also ein bisschen, weil ich gebeten worden bin, auch ein bisschen über das Gehirn zu sprechen und nicht nur über das Reden reden. So, also ich hatte schon angedeutet, wo wir große Schwierigkeiten haben, ist, wenn Systeme sehr komplex werden. Die Schwierigkeiten liegen vor allen Dingen darin, dass in komplexen Systemen Elemente miteinander wechselwirken und die wirklich interessanten Eigenschaften von komplexen Systemen im Dazwischen liegen, in den Relationen, in der Dynamik, im Austausch von Informationen, den man nicht sehen kann. Da ist nichts zu berühren. Man hat nur Relationen, man hat Bezüge und in denen liegt das wirklich Interessante. Dann hatte ich schon über die nichtlineare Dynamik gesprochen. Wir haben kein Vorstellungsvermögen dafür entwickelt, wiewohl wir solche Prozesse mathematisch beschreiben können, weil das nie gefragt war in der Evolution. Nichtlineare Prozesse zeichnen sich dadurch aus, dass sie nicht vorausgesagt werden können. Wenn man die Randbedingungen jetzt kennt, kann man trotzdem nicht voraussagen, wie sich das System in Zukunft entwickeln wird. Es ist also wenig sinnvoll, solche Dynamiken kennenzulernen, weil man ohnehin daraus keine Voraussagen ableiten kann. Also haben wir das überhaupt nicht entwickelt, diese Fähigkeit. Und dann gibt es natürlich speziell jetzt für die Hirnforschung ein ganz heikles Problem, und das ist
der Versuch zu verstehen, wie die Phasenübergänge von materiellen Prozessen zu psychischen oder geistigen Dimensionen stattfinden. Wir haben ein Organ, in dem materielle Elemente zuhauf liegen, Neurone, die miteinander wechselwirken. Und wir wissen aber aus der eigenen Beobachtung und aus der Fremdbeobachtung, dass daraus Phänomene entstehen, die wir als geistige, seelische, psychische bezeichnen, die man nicht anlangen kann. Also etwas Immaterielles. Ganz schnell, was wir gut verstehen inzwischen. Das ist die Struktur, die molekulare Zusammensetzung und die Funktion der Bausteine des Nervensystems, also der Nervenzellen. Und das gilt auch für kleine Schaltkreise, so wie wir sie in Weichtieren finden, in Schnecken oder Würmern. Da versteht man schon ziemlich gut, wie das funktioniert und kann auch das Verhalten voraussagen aus der Kenntnis der Dynamik der Wechselwirkungen. Wir wissen auch schon sehr viel über die Architektur der anatomischen Verschaltung. Die ist bestimmt zum Großteil durch die Gene. Das ist, was uns alle gleich macht oder vergleichbar macht, nicht gleich macht. Und wird dann überformt durch Erfahrungen nach der Geburt, durch Entwicklungsprozesse, die sogenannten epigenetischen Modifikationen. Das ist, was uns dann alle sehr verschieden macht zusätzlich. Dann kennen wir die neuronalen Grundlagen ganz einfacher Verhaltensleistungen. Lassen sich relativ gut beschreiben. Also einfache motorische Prozesse sind gut bekannt und lassen sich aus der Kenntnis der neuronalen Dynamik herleiten. Und dann wissen wir, vorwiegend durch klinische Studien, aber auch durch nicht invasive bildgebende Verfahren beim Menschen, Kernspintomographie ist ein Beispiel, welche Hirnstrukturen für bestimmte Leistungen zuständig sind. Wir sehen da zwar, dass es nie irgendwo ein Zentrum gibt, das nur eine Leistung erbringt, sondern wir haben es immer mit Netzwerken zu tun, aber wir können zumindest die Mitspieler einigermaßen gut definieren. Also was wir gut kennen, ist die Struktur und Funktion und molekulare Zusammensetzung von solchen Gebilden. Das ist eine Nervenzelle aus der Großhirnrinde des Menschen, die sogenannte Pyramidenzelle. Wir können sie auch schön im Verbund untersuchen und ihre unterschiedlichen molekularen Zusammensetzungen farbig kennzeichnen, sodass dann diese herrlichen Bilder entstehen, die in manchmal sogar in Ausstellungen hängen, in denen sonst andere Kunstwerke hängen. Und dann weiß man auch schon ziemlich viel über die Mikroverschaltung, indem man ganz dünne Schnitte anfertigt, mit dem Elektronenmikroskop draufschaut und dann die ganzen Verbindungen rekonstruiert und dann kriegt man solche Gewirre. Und da fangen die Probleme an. Denn die Komplexität ist unvorstellbar. Eine einzelne Zelle spricht mit ungefähr 10.000 anderen, die nahe dran liegen können, aber auch weit entfernt und bekommt von ebenso vielen, entweder Nachbarn oder weit entfernten Mitspielern, Kontakte. Und Sie können sich vorstellen, was das für ein Filz von Verbindungen wird. Und wir wissen heute, dass etwa 70% aller zwischen den Knoten dieses Netzwerkes, also sprich den Neuronen, möglichen Verbindungen tatsächlich realisiert sind. Das ist ungeheuer. Und wir haben 10 hoch 11 Neurone im Gehirn, vielleicht 10 hoch 9 in der Hirnrinde. Also das würde Astrophysikern das Fürchten lehren. Denn die haben es mit Gravitationsgesetzen, mit Planetenbahnen, mit sehr vielen linearen Prozessen zu tun. Die Komplexität hier ist Größenordnungen höher. Die große methodische, aber auch intellektuelle Herausforderung ist deshalb, herauszufinden, wie Informationen in diesen extrem komplexen Wechselwirkungen zwischen den Neuronen kodiert wird. Wir haben da nur ganz wenig Wissen im Augenblick, glaube ich zumindest. Und dann müssen wir irgendwann mal erklären, wie die extrem komplexe Dynamik, die sich da entwickelt, wenn so viele Elemente miteinander wechselwirken, zu den Leistungen führt, die wir erklären wollen. Warum wir wahrnehmen können, wie wir unsere Handlungen planen, wie wir entscheiden. Sind noch weit weg davon zu verstehen, wie das geht. Bloß mal so, um ein intuitives Beispiel zu kriegen, hier sind nur einige hundert Neurone simuliert worden auf dem Computer mit deren Wechselwirkungen und die sind hier so als blaue Linien eingezeichnet. Und da sehen Sie schon, was da für ein Filz entsteht. Und das ist jetzt aber nicht zufällig, was hier passiert, sondern das hat Struktur und das ist wichtig, dass diese Struktur da ist, denn in dieser Struktur der Verbindungen liegt die Information, die so ein Netzwerk enthalten kann. Nun, also die enorme Komplexität, dann der Umstand, dass aus dem System heraus
Durch Wechselwirkungen Eigenschaften entstehen, die aus Kenntnis der Komponenten nicht ableitbar sind, grundsätzlich nicht. Man kann einem Neuron nicht ansehen, dass es Teil eines Systems ist, das fühlt. Es gibt einfach eine andere ontologische Ebene, die da entsteht. Es entsteht eine neue Qualität, das kennt man in komplexen Systemen. Da entstehen neue Entitäten, die oft auch einem anderen ontologischen Status zugesprochen bekommen müssen, wie zum Beispiel ein psychisches Phänomen, ein Gefühl auf der einen Seite und ein neuronales Netzwerk auf der anderen. Und dann hatte ich schon erwähnt, die Verlagerung des Wesentlichen in die Beziehungen. Ein komplexes Beziehungsgeflecht zu beschreiben, ist mathematisch immer noch eine große Herausforderung, wenn überhaupt möglich. Paarweise Beziehungen kann man ganz gut angeben, aber sobald 3, 4, 5 Mitspieler da sind und sich gegenseitig beeinflussen, wird es schon außerordentlich schwierig. Nun hat die Hirnforschung alleine dieses Problem nicht, denn fast alle Systeme, die vor allen Dingen seit wir kulturelle Evolution betreiben, in die Welt gekommen sind, haben solche Eigenschaften. Es sind immer komplexe Interaktionsgeflechte, sie haben meist eine nichtlineare Dynamik und sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie emergente Qualitäten erzeugen. Qualitäten, die vorher nicht da waren. Hier nur ein Beispiel, ist ein Interaktionsnetzwerk zwischen Genen. Ihnen ist allen klar, dass wir einen Riesensatz von Genen mit der Fruchtfliege teilen. Das sind fast die gleichen. Das heißt, wir haben da auch die gleichen Bausteine, die uns ausmachen, aber trotzdem sind wir sehr verschieden. Wir sind deshalb so verschieden, weil in dem Genom, in dem die Gene sind, die die Proteine machen und die Enzyme, weitere Gene liegen, die das Zusammenspiel der Gene orchestrieren. Und in dieser Orchestrierung liegt das eigentlich Wichtige, liegt der ganze Unterschied, der die Fruchtfliege von uns, der dafür sorgt, dass aus dem nahezu gleichen Bausatz von Genen einmal eine Fruchtfliege wird und einmal ein Mensch. Es kommt auf die Relationen an. Und hier ist so ein relationales Geflecht, es sind nur ein paar Gene, es ist in Wirklichkeit auch abenteuerlich komplex und zum großen Teil unverstanden. Aber wir haben dasselbe auch in der Lebenswelt, die wir uns geschaffen haben. Das ist so ein Graph, der die Vernetzung von Konzernen darstellt oder Handelsverbindungen in der Welt. Es ist immer das gleiche Motiv und immer entsteht eine Dynamik, die kaum zu beherrschen ist. Das Interessante an diesen Systemen ist, dass sie an irgendeiner Stelle eine Schraube verdrehen können, irgendeinen Knoten beeinflussen. Das macht dann zwar etwas, aber was es langfristig machen wird, ist grundsätzlich nicht voraussagbar. Wir kommen dann nochmal bei der Diskussion des freien Willens drauf. Aber auch das ist eine wichtige Botschaft, die Lenkern vermittelt werden muss, die von sich behaupten, sie wüssten, wie es geht. Wenn jemand das tut, ist Misstrauen angebracht. Keiner weiß im Augenblick, wie man den Finanzmarkt beherrschen kann. Keiner weiß, wie man die Weltwirtschaft regeln sollte. Keiner weiß, an welcher Schraube man drehen müsste, um einen gewünschten Effekt zu bekommen und nicht irgendwelche Nebenwirkungen, die man nicht antizipieren konnte. Und zwar nicht, weil die Leute dumm sind oder weil die Randbedingungen nicht bekannt werden, sondern weil es grundsätzlich nicht geht. Nichtlineare, dynamische Systeme lassen sich grundsätzlich nicht zielführend über weitere Strecken beeinflussen. Gut. Klar, dass die Hirnforschung viele Grenzflächen zu philosophischen Fragestellungen hat. Hirnforscher müssen sich fragen lassen, wie objektiv ist eigentlich unsere Erkenntnis? Wir arbeiten ja über ein erkenntnisgewinnendes System und sollten das eigentlich beantworten können. Dann die schon angesprochene Frage, wie verhält sich der Leib zur Seele? Wie konstituiert sich in diesem Organ das intentionale Ich, also das Individuum, das sagt, ich möchte. Und wie verhält sich das alles dann zu Fragen nach dem freien Willen und der Verantwortung? Und ich werde ein paar von diesen Fragen streifen. Oh je. Ja. Also zunächst, und das glaube ich, würden alle unterschreiben, Herr Bülthoff, Sie widersprechen mir, wenn es nicht stimmt. Der forscht über sowas hier am Max-Planck-Institut. Hirnforschung unterstützt konstruktivistische philosophische Positionen. Wir gehen davon aus, dass Wahrnehmen eine wissensbasierte Rekonstruktion ist. Ich hatte das schon angedeutet, ohne Vorwissen wäre es nicht möglich, irgendetwas wahrzunehmen. Und das trifft sowohl für die Wahrnehmung der äußeren Welt als auch für unsere Selbstwahrnehmung zu. Auch unsere Selbstbilder sind konstruiert. Und das wird nochmal wichtig. Ich will Ihnen jetzt nur zur
zum Spaß vorführen, wie sehr Sie Ihre Wahrnehmungen konstruieren, ohne sich dessen bewusst zu sein. Behaupte jetzt, dass A und die Fläche B sind gleich hell. Und Sie werden dem widersprechen, aber nicht lange, denn wenn ich Ihnen den Kontext hier wegnehme, werden Sie sehen, dass ich recht habe. Warum ist das so? Das ist so, weil ein Modell im Gehirn vorgegeben ist und das Gehirn als Ganzes sieht diesen grünen Kegel und es sieht den Schatten, den dieser Kegel wirft. Nun hatte ich Ihnen ja gesagt, A und B sind gleich hell, es kommen also von A und von B gleich viel Photonen ins Auge. Nun aber hat das Gehirn ein Modell von der Welt und rechnet und sagt, wenn über B ein Schatten liegt und B aber genauso viel Photonen zurückschickt wie A, dann muss B heller sein und rechnet B heller. Und was Sie sehen, ist das Ergebnis eines komplexen inferentiellen oder Rechenprozesses, von dem Sie nichts wissen. Und so geht das die ganze Zeit. Das ist jetzt nur ein experimentelles Beispiel, aber alles andere auch nehmen Sie wahr aufgrund von Modellvorstellungen und Vorwissen, von dem Sie meist nichts wissen, weil es, wenn es evolutionär erworbenes Wissen ist, erworben wurde, als Sie noch nicht da waren. Und wenn es in der frühen Entwicklung erworbenes Wissen ist, dann können Sie sich meistens auch nicht daran erinnern, das wird implizites Wissen, Überzeugungswissen, das man nicht relativieren kann. Das hat Konsequenzen. Aber ich sollte vielleicht erst sagen, warum ist das so? Warum haben wir diese Mechanismen eingebaut? Wir haben sie eingebaut, um Konstanzleistungen zu erbringen. Stellen Sie sich vor, Sie sind darauf angewiesen, rote Beeren zu essen. Und es gibt aber rote Beeren, die ein bisschen mehr violett sind, die sehr giftig sind. Und Sie müssen zwischen den beiden unterscheiden können. Und Sie müssen das früh, mittags und abends können. In der Früh ist die spektrale Zusammensetzung der Sonne eine ganz andere des beleuchteten Lichtes als mittags und abends. Es kann also passieren, dass die giftige mittags so aussieht wie die gute in der Früh. Das wäre tödlich. Also muss man einen Mechanismus haben, der es einem erlaubt, die Spektralzusammensetzung des Sonnenlichtes abzuschätzen. Und das macht unser Gehirn, indem es ganz viele Vergleichswerte hernimmt. Die Farbe des Himmels, die Wolkenzusammensetzung, die Farbe von Rinde, die Farbe von Pflanzen. Und aus diesen vielen Schlüsselreizen wird rückgerechnet, was die vermutliche Zusammensetzung, die Spektralzusammensetzung des beleuchtenden Lichtes ist. Und daraus wird dann berechnet, welches Rot wahrgenommen wird, gegeben das, was die Beere reflektiert. Und meistens stimmt das. Und die Tiere, die das nicht konnten, die können natürlich nicht unsere Vorfahren gewesen sein. Also es hat einen Sinn. Jetzt hat es aber eine wichtige Implikation. Sie haben jetzt gerade gesehen, wie enorm stark das, was Sie wahrnehmen, davon beeinflusst wird, was Sie schon wissen und annehmen. Und das gilt natürlich nicht nur für solche einfachen physikalischen Phänomene, sondern es gilt natürlich auch für die Wahrnehmung von sozialen Interaktionsdynamiken. Nun ist es so, dass sehr viel Wissen, das wir nutzen, ohne uns dessen gewahr zu sein, zur Beurteilung, für die Beurteilung von Welt, ich hebe jetzt mal ab auf soziale Interaktion, frühkindlich geprägt wird. Und das wird dann natürlich kulturspezifisch geprägt. Und weil man sich an frühe Prägungen nicht erinnern kann, ist man sich ja nicht gewahr, dass das, was man wahrnimmt, die Folge des Abgleichs eines Modells mit dem, was tatsächlich reinkommt, ist. Das bedeutet, dass Menschen aus verschiedenen Kulturen die Welt, Interaktionen draußen, aber auch sich selber unterschiedlich wahrnehmen können. Und das ist ein Problem, denn Sie hatten gerade gesehen, das, was Sie wahrnehmen, primär wahrnehmen, erscheint Ihnen als wahr. Hätte ich Ihnen das Experiment nicht vorgeführt, hätten Sie niemals daran gezweifelt, dass das eine Quadrat heller ist als das andere. Oder dass die gleiche ist. Naja, Sie haben an Ihrer Wahrnehmung nicht gezweifelt. Sie können es auch nicht relativieren, weil Sie die Mechanismen, die diese Wahrnehmung bewirkt haben, nicht kennen. Die sind Ihnen nicht bewusst. Nun ist das Problem bei sozialen Interaktionsdynamiken, dass es kein Photometer gibt, mit dem man objektive Zustände messen kann. Es gibt also in dem Fall kein wahr oder falsch. Und das, glaube ich, hat nachhaltige Konsequenzen für unseren Toleranzbegriff. Wir müssen dem jeweils anderen zubilligen, dass das, was er wahrnimmt, für ihn die nicht hinterfragbare Wahrheit ist. Und das erfordert mehr als nur zu sagen, naja, wir sind die Mehrheit, was ihr da wahrnehmt, ist falsch. Wie jetzt konstituieren sich solche Wahrnehmungen im Gehirn?
Also wenn ich davon ausgehe, dass ich so um halb etwa angefangen habe, dann habe ich noch ein bisschen Zeit. Gut. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, wo das, was in unserem Gehirn passiert, nicht dem entspricht, was unsere Intuition oder Vorstellung vorgibt. Man fragt sich also, wer nimmt denn eigentlich jetzt diese Welt wahr? Gibt es ein inneres Auge, gibt es einen Beobachter im Gehirn? Also wer ist dieses wahrnehmende Ich eigentlich? Und da wird offenkundig, dass die Intuition über die Organisation unserer Gehirne überhaupt nicht zusammenpasst mit dem, was die Neurobiologie beschreibt. Introspektion, ich glaube, ich spreche da im Sinn von Ihnen allen, suggeriert, dass es irgendwo im Gehirn eine zentrale, autonome Instanz gibt, unser Ich, die bewertet, wahrnimmt, entscheidet, koordiniert, initiativ ist und kreativ ist. Also irgend so ein Homunculus irgendwo wäre einem schon recht. Man würde sich mit dem dann als Ich gleichsetzen. Und diese Vorstellung hat sich, bevor angefangen wurde nachzuschauen, natürlich auch in allen philosophischen Systemen niedergeschlagen. Denn Philosophen ohne Wissenschaft können sich natürlich nur auf das verlassen, was die Primärwahrnehmung ihnen vermittelt und die Beobachtung des hier anderen. Und da haben fast alle abendländischen philosophischen Traditionen nach diesem Zentrum im Gehirn gesucht. Hier ist ein Beispiel von Descartes, aber es gibt viele andere auch. Aus der neurobiologischen Sicht trifft das nicht zu. Da gibt es keinen Beobachter, keinen Beweger, keinen Entscheider im Gehirn, sondern wir haben nur dieses sehr komplexe, sich selbst organisierende System, das das alles für uns macht. Eigentlich darf man sowas nicht sagen. Wenn man sich das anguckt, dann findet man zum Beispiel bei Menschen, wenn man auf so die große Hemisphäre schaut, eine Fülle von Hirnrindenarealen, die man unterscheiden kann unter dem Mikroskop, weil sie von der Struktur her ein bisschen verschieden sind, je nachdem, mit welcher Aufgabe sie sich befassen, wie sie verbunden sind. Und da gibt es welche, die kriegen Informationen von den Augen, von den Ohren, aus dem Körperschema. Dann gibt es so evolutionsgeschichtlich relativ rezente Areale, die bei nichtmenschlichen Primaten wenig entwickelt sind und bei niedrigeren Tieren noch viel weniger, in denen Zeitdimensionen kodiert werden, Handlungsabläufe strukturiert werden und in denen wohl auch die durch Erziehung eingeprägten moralischen Kategorien abgespeichert sind. Wichtig ist zu wissen, dass all diese Areale cum grano sale sehr ähnliche interne Verschaltungen haben, was darauf hinweist, dass die immer den gleichen Rechenalgorithmus durcharbeiten. Und wenn sie Informationen von Augen bekommen, dann machen die daraus Seheindrücke. Und wenn sie Informationen von Ohren bekommen, machen sie Höreindrücke. Der Rechenvorgang scheint immer der gleiche zu sein. Wir haben ihn nur noch nicht so richtig verstanden. Wenn man sich jetzt anguckt, wie diese Areale miteinander verbunden sind, dann wird es einem in der Tat schwindelig. Jetzt sind diese verschiedenen Areale, und hier sind nur ein paar rausgegriffen in dem Primatengehirn, als rote Punkte dargestellt. Und diese weißen Linien, das sind die Verbindungen zwischen den Arealen. Das sind reziproke Nervenverbindungen, ganz mächtige, viele, viele Millionen Fasern. Und Sie sehen schon auf den ersten Blick, dass es hier keinen Hinweis auf irgendein Konvergenzzentrum gibt. Da gibt es zwar Knoten, die ein bisschen mächtiger sind als andere, sogenannte Hubs. Und das, was man eigentlich als Spitze der Pyramide sehen könnte, das ist der Anfang. Das ist die primäre Sehrinde, da kommen die Signale vom Auge rein und werden dann von hier weiter verteilt auf die vielen parallel arbeitenden Hirnrindenareale. Das ist hier nur eine Auswahl, die sich mit dem Sehen befasst und mit der Lenkung von Aufmerksamkeit. Man kann dann diese wunderschönen Bilder erzeugen, das geht inzwischen nicht invasiv bei Menschen mit der Kernspintomographie. Und dann kriegen Sie solche Faserverbindungen im menschlichen Gehirn auch. Die kann man dann schön kartografieren. Jetzt ist halt die Frage, wenn es diese singulären Zentren nicht gibt, wo wird denn dann die Wahrnehmung erzeugt? Wie entstehen Entscheidungen und Pläne und solche Sachen? Und da möchte ich Sie jetzt mal auf ein kleines Gedankenexperiment mitnehmen. Und die schon mal im Studium Generale mit mir zusammen waren, die kennen das. Sie können jetzt im Moment abschalten. Das ist jetzt ein Sinnesystem von einem Säugetier. In dem Fall ist es Katze. Also relativ einfach. Wieder sind die schwarzen Punkte
Es sind Hirnrindenareale, die sich hier mit dem Sehen befassen, mit dem Tasten, mit dem Hören. Und hier, die gehören zum limbischen System, die hier oben. Und denen kommt zu, die hier erarbeiteten Wahrnehmungsinhalte emotional zu bewerten. Gedankenexperiment. Und was Sie sehen, diese Verbindungen hier, das sind jetzt lauter reziproke, anatomisch bestätigte Verbindungen zwischen diesen Hirnrindenarealen. Also ein Strich steht immer für Hunderttausende oder Millionen Fasern. Stellen Sie sich vor, dieses System wird jetzt konfrontiert mit einem polymodalen Objekt. Also nehmen wir einen Hund, der bellt und den man anlangen kann. Dann würden eine riesige Zahl von Neuronen in diesen verschiedenen Arealen aktiv werden, die im Tast-, also im somatosensorischen System, die würden dekodieren die Textur des Felles, die Rauigkeit und solche Merkmale. Im Sehsystem gibt es Spezialisten von Neuronen, die gucken nach der Textur von dem, was da gesehen wird, nach der Größe, nach der Bewegungsrichtung, nach der Orientierung von Mustern und viel mehr. Jedes Neuron macht nur einen kodierten Teilaspekt von diesem visuellen Eindruck des Hundes. Dasselbe passiert im Hörsystem, wenn er bellt. Und zugleich wird hier dann erarbeitet, bewertet, ob das, was man da sieht, etwas ist, was gefährlich ist, wovon man davonlaufen soll oder ob man streicheln darf. Es wird emotional bewertet. Und jetzt kommt die unangenehme Frage, wo ist jetzt eigentlich die Repräsentation dieses bellenden, gespürten und gesehenen Hundes? Und die Antwort ist, zumindest im Augenblick, das ist ein sehr komplexes, raumzeitlich strukturiertes, dynamisches Muster, das auch nicht konstant bleibt, sondern sich ständig wie eine Trajektorie verändert. Das ist, was in dem Gehirn passiert. Das sind Myriaden von aktiven Neuronen, die auf bestimmte Weise miteinander wechselwirken und sehr komplexe, hochdimensionale Muster entwickeln. Und das ist die nicht weiter reduzierbare Beschreibung der Repräsentation, wenn man diesen Ausdruck verwenden will, von diesem Hund. Jetzt werden Sie sich fragen, ist das das, was die Wissenschaft uns anbietet? Sehr befriedigend ist das nicht, aber es scheint so zu sein. Sie können sich jetzt auch vorstellen, dass solche Erkenntnisse weitere Probleme aufwerfen. Es wäre alles einfach gewesen mit so einem kartesianischen Zentrum. Es kann ja sein, dass jetzt nicht nur ein Hund da ist, sondern auch noch eine Katze. Dann haben Sie zwei sich durchdringende raumzeitliche Wolken von Aktivitäten, wovon die eine zum Hund gehören und die andere zur Katze, wobei manche Neurone wahrscheinlich sogar an beiden Wolken teilhaben, wenn diese beiden Tiere gewisse Merkmale gemeinsam haben. Entsteht also ein Problem, das man als das Bindungsproblem bezeichnet. Die Frage ist, wie wird in diesem Gewabere zusammengebunden, was zusammengehört und getrennt gehalten von dem, was zum anderen Objekt gehört. Sie können sich das veranschaulichen an einem Wahrnehmungsproblem, das Sie immer souverän lösen, um diese Pferde hier sehen zu können, als Figuren identifizieren zu können, vom Hintergrund abtrennen zu können, müssen Sie diese schwarze Fläche mit der weißen in Verbindung bringen und nicht mit dieser ausgearbeiteten schwarzen Fläche hier. Und das müssen Sie gründlich tun, solange bis Sie hier 7 Pferde sehen. Die Zeit gebe ich Ihnen nicht. Die Frage ist also, wie semantische Relationen in diesem System kodiert werden. Und der Vorschlag, den manche machen, mich eingeschlossen, ist, dass das über die Definition von zeitlichen Relationen geht. Das lässt sich sehr leicht veranschaulichen. Etwas, was zeitgleich an zwei Stellen passiert, hat was miteinander zu tun. Es kann statistische Kontingenz sein, aber es kann auch sein, dass die beide die gleiche Ursache haben. Oder wenn etwas vor was anderem kommt, dann ist das wahrscheinlich die Ursache von dem und nicht umgekehrt. Also man kann in der Zeit semantische Relationen definieren, in der zeitlichen Dimension. Und so stellen wir uns vor, passiert das auch im Gehirn. Man muss dazu die Aktivität von Nervenzellen zeitlich strukturieren. Das sieht man sehr oft, die oszillieren, zeige Ihnen gleich ein Bild. Und dann kann man, wenn etwas oszilliert, das entweder synchron machen oder man kann es asynchron machen oder man kann überhaupt keine Relation zwischen den beiden haben, wenn die das in verschiedenen Frequenzen tun. Und so kann man trennen und verbinden. Das sieht dann so aus, das ist das einzige Datenbild, das Sie sehen werden, dann noch eins.
Wenn man von so einer Gruppe von Nervenzellen ableitet mit einer Mikroelektrode, das tut nicht weh, weil das Gehirn nicht schmerzempfindlich ist, dann findet man sehr oft, dass die Entladungen der Zellen, das sind ja diese einzelnen Nadeln, gruppiert auftreten, rhythmisch, ziemlich regelmäßig, in einem Frequenzbereich von 40 bis 100 Hertz etwa. Und die Idee ist, oder der Vorschlag ist, aber da muss noch viel gearbeitet werden, dass wenn diese Segmentierung von Figuren vom Hintergrund erfolgreich abgelaufen ist, dass dann Neuronen, die sich an der Kodierung von einem Objekt hier, von einem Pferd beteiligen, diese stark vereinfacht, so organisiert werden, dass sie ihre Entladungen oder ihre Oszillationen synchronisieren, dass sie kontingent machen in der Zeit, sodass für alle anderen erkennbar ist, die gehören jetzt gerade zusammen. Und das kann sehr schnell geändert werden, wenn sich in der Szene irgendwas ändert. Ich will da jetzt nicht viel weitergehen, obwohl das Abendfüllen sein kann, sondern nur festhalten, dass Inhalte, kognitive Inhalte, wohl generell durch solche Assemblies, durch verteilte Gruppen von Neuronen kodiert werden, repräsentiert werden, die miteinander in Wechselwirkung treten und sich anderen gegenüber als zusammengehörig zu erkennen geben, vermutlich durch ein zeitliches den zeitlichen Label. Entschuldigung. Nun, Sie haben auch gesehen, dass offenbar aus dem Zusammenspiel von Neuronen Qualitäten erwachsen, die den Neuronen selbst nicht anzusehen sind. Die sind von denen nicht ableitbar. Man würde niemals denken, dass dieses Gewabere Grundlage von eines Wahrnehmungsinhaltes ist, eines konkret wahrgenommenen Objektes. Ich mache jetzt ganz schnell, damit Sie nicht... Ja, ich will Ihnen ein Beispiel geben, wie neugiergetriebene Forschung, und das war zunächst nichts anderes als das, die zu der Entdeckung von diesen Oszillationen und von diesen distributiven Repräsentationen geführt hat, dann zu Hypothesen geführt hat, die es lohnend erscheinen ließen, mal bei psychisch Erkrankten nachzuschauen, ob denn bei denen diese Bindungsfunktionen, diese zeitlichen Synchronisationsphänomene nicht vielleicht gestört sein könnten. Da gab es manche Hinweise aufgrund der Symptomatologie, vor allem bei schizophrenen Patienten, dass die Probleme haben, das zusammenzubinden, was zusammengehört, und das getrennt zu halten, was getrennt zu halten ist. Also nimmt man das ganze Wissen, das man aus den Tierversuchen gewonnen hat, misst am Menschen, kann man ja von außen auch machen, allerdings nicht mit hinreichender Präzision, Hirnwellen, im Elektroenzephalogramm zum Beispiel oder Magnetoenzephalogramm, und schaut dann, ob das anders ist als bei Gesunden. Und inzwischen ist das ein großes Forschungsfeld geworden und man findet das sowohl bei schizophrenen Patienten wie bei autistischen Patienten und interessanterweise auch in einer bestimmten Phase der menschlichen Entwicklung, nämlich in der späten Pubertät, ganz ähnliche Störungen der raumzeitlichen Koordination im Gehirn auftreten, was vielen Eltern unter Ihnen wahrscheinlich geläufig ist. Hier nur noch mal ein Datenbild. Beim Normalen sieht das so aus, wenn hier ein Muster gezeigt wird, das man erkennen soll, wie hier so ein Gesicht. Dazu muss man Bindungsfunktionen richtig strukturieren. Wird also zu dem Zeitpunkt gezeigt, dann misst man diese Wellen und misst jetzt nicht einfach nur die Amplitude und die Frequenz, sondern man misst, in welchem Frequenzbereich die schön synchron sind. Und je synchroner die sind, umso roter hier die Farbe, und dann sieht man das in einem Frequenzbereich von 25 Hertz etwa über bestimmten Hirnrindenregionen. Die Neurone, die Population sehr schön synchron schwingen, die tun das zweimal hintereinander und erkannt werden die Gesichter etwa zu diesem Zeitpunkt hier 400, 500 Millisekunden später. Ganz anders in schizophrenen Patienten, da fehlt das und ist sehr viel abgeschwächter. Und das Ausmaß dieser Abschwächung korreliert sehr hoch mit ganz bestimmten Symptomen dieser Erkrankung. Und dasselbe findet man inzwischen bei Autismus. Man kann dann darstellen, grafisch, welche Neuronengruppen mit welchen Grade synchron schwingen. Und dann findet man, dass selbst bei so ganz einfachen Wahrnehmungsaufgaben riesige, weit verteilte Bereiche im Gehirn temporär zusammengeschlossen werden und synchronisiert werden in einem bestimmten Frequenzbereich. Überall, wo Sie so einen schwarzen Strich sehen, das ist hier vorne ist die Nase, das sind die Ohren, das ist ein Blick von oben auf den Schädel, die Areale, die hier drunter liegen, die synchronisieren im Gesunden.
Und im Patienten ist das sehr viel weniger ausgeprägt. Wenn man die Schwellen gleich lässt, dann sieht man fast keine solchen Verbindungen mehr. So, jetzt können wir aufhören und diskutieren. Aber wir können auch noch ein paar Minuten damit zubringen, über die Frage zu diskutieren, wo die Freiheit denn nun bleibt in diesem System. Nehmen Sie sich die Zeit ruhig. Also, ich glaube. Sie haben es gewollt. Also, die Frage ist natürlich, wo bleibt denn dann die Freiheit, wenn Wahrnehmung, Gedanken, Gefühle und natürlich auch Entscheidungen auf so komplexrahmzeitlichen Regungsmustern beruhen, auf solchen Ensembles und die Organisation solcher Ensembles den Naturgesetzen gehorcht. Denn im Gehirn regieren die Naturgesetze. Es geht mit rechten Dingen zu. Das ist so. Und genauso wie bei der Wahrnehmung ist das mit Entscheidungen so, dass sich, wenn es mehrere Optionen gibt, und in dem Fall gibt es hier zwei, das System sich für eine Lösung entscheiden muss. Wenn Sie mehr auf die linke Seite schauen, dann wird sich immer dieser schwarze Drache stabilisieren. Aber wenn Sie so über das Bild hinwandern, wird sich auf der rechten Seite immer der Weiße stabilisieren und zwischendrin kippt es. Hier ist einfach nur die sensorische Evidenz ein bisschen graduell verändert. Und so fallen auch Entscheidungen. Das ist hier ist eine kognitive Entscheidung. Ihr Wahrnehmungssystem entscheidet sich für diese oder jene Lösung. Aber nichts anderes passiert, wenn sie sich sonst in der Welt, wenn Entscheidung ansteht. Auch da gibt es im Wettstreit stehende Attraktoren. Und es bildet sich das wahrscheinlichste an Widersprüchen ärmste Ensemble jeweils aus. Also ist auch jede Entscheidung der wahrscheinlichste Kompromiss zwischen wetteifernden Systemzuständen. Wir haben ja nur neuronale Aktivität. Wir haben nicht irgendwelche kategorischen Imperative, die im extrazerebralen Raum existierten, sondern auch die sind implementiert in neuronaler Erregung, sind Muster, die ganz bestimmte Konsequenzen nach sich ziehen. Also, das sieht zwar zunächst vielleicht deprimierend aus, aber es ist nicht so schlimm, weil das System, wie ich schon oft gesagt habe, jetzt in hohem Maße nicht linear ist. Es ist kein Uhrwerk und es ist auch kein Computer, der regelhaft linear einen Schritt nach dem anderen tut, sondern es ist ein nicht lineares System. Und die zeichnen sich eben dadurch aus, dass trotz der Determiniertheit der einzelnen Schritte, das System muss sich festlegen, wenn es eingezwängt wird zwischen so kognitiven Alternativen, längerfristige Entwicklungstrajektorien nicht voraussagbar sind. Und deshalb sind folgende Aussagen kompatibel. Im Augenblick der Entscheidung gab es keine Möglichkeit, sich anders zu entscheiden. Sonst hätte sich es anders entschieden. Da ist nur das möglich gewesen, was passiert ist. Aber wie sich die gleiche Person in der Zukunft unter möglicherweise gleichen Bedingungen entscheiden wird, ist grundsätzlich nicht festgelegt und nicht festlegbar. Also bleibt trotz der geltenden Kausalität das System in die Zukunft hinein offen. Aber rückwirkend gesehen kann man sagen, es musste so sein. Und jetzt komme ich zum letzten Punkt. Wie viel Eigeninterpretation darf eigentlich in einen öffentlichen Vortrag einfließen? Und ich will das mal am Diskurs zur Willensfreiheit ausprobieren. Denn dieser Diskurs hat mir am allermeisten Probleme gemacht, weil so oft missverstanden worden ist, was eigentlich gesagt worden ist und abgekürzt dann argumentiert worden ist, naja, wenn wir da nicht frei sind, dann sind wir auch nicht schuldfähig, dann können wir auch nicht bestraft werden, dann droht Anarchie. Das ist natürlich Unsinn, ist auch nicht so nie gesagt worden. Aber trotzdem muss man versuchen, den Konflikt zu lösen zwischen dem neuronalen Determinismus, der auf der einen Seite unzweifelhaft der Fall ist. Es würde uns nichts nützen, wenn es da drin zufällig zuginge. Dann würden nämlich unsere Entscheidungen vom Zufall bestimmt, das ist auch nicht sehr erfreulich. Wie also kann es sein, dass unsere Freiheitserfahrung so unerschütterlich ist, wo doch das System, das diese Entscheidungen fällt, ein deterministisches System ist? Und jetzt will ich einen Vorschlag wagen, der eng anknüpft an dieselbe Idee, wie dass es einen Phasenübergang gibt von neuronalen Wechselwirkungen zu psychischen Phänomenen. Das mache ich jetzt einfach normal. Und man stelle sich vor, Menschen mit solchen Gehirnen seien zu verstehen als Knoten,
in einem komplexen soziokulturellen Netzwerk. Wir interagieren ja alle miteinander. Also jetzt nicht mehr Neuronen, sondern Menschen sind es jetzt. Und dann stellte man sich vor, dass das Selbstmodell, das entsteht, eine emergente Eigenschaft dieses komplexen Systems ist. Also einfach eine Stufe weiter. Neuronen, Wahrnehmung, psychische Phänomene und so. Und jetzt Menschen als Netzwerk betrachtet und dann Realitäten, die sich daraus entwickeln. Und wir kennen diese Realitäten, wir nennen sie soziale Realitäten. Das sind Wirklichkeiten, die in die Welt gekommen sind, in dem Moment, wo Menschen angefangen haben, Kultur zu erzeugen. Also der biologischen, die kulturelle Evolution hinzuzufügen. Was sind soziale Realitäten? Ich gebe Ihnen gleich Beispiele. Das sind immaterielle Phänomene, die in der vorkulturellen Welt nicht vorhanden waren. Die entstehen durch soziale Interaktionen, ganz vorwiegend durch Spiegelung der Menschen untereinander. Also es sind gegenseitige Abbildungen und Zuschreibungen. Und diese sozialen Realitäten werden wir in der Regel mit seelischen oder geistlichen Dimensionen verbinden. Was es also braucht, ist ein Dialog der Art, wie ich weiß, dass du weißt, wie ich fühle, ich weiß, dass du weißt, wer ich bin und so weiter. Das kann man dann beliebig weiterspinnen, weil der ja einen infiniten Regress macht. Wir wissen auch, welche kognitiven Voraussetzungen Gehirne haben müssen, um zur Emergenz solcher sozialer Realitäten in einem Netzwerk, in einem soziokulturellen Netzwerk zu führen. Es braucht einmal die Theorie des Geistes, das haben Menschen, Primaten, nichtmenschliche Primaten nur zum Teil und niedere Tiere gar nicht und Kinder unter 4 Jahren auch nicht. Man muss sich vorstellen können, was im Kopf des anderen vor sich geht, wenn der in einer bestimmten Situation ist, ohne dass er einem kundtun kann, wie es ihm geht. Wir können das, wir können uns das vorstellen. Dann muss man in der Lage sein, Erfahrungen symbolisch zu kodieren. Also zu abstrahieren, in irgendeiner Form zu fassen und sie dann zu kommunizieren. Auch das können wir Menschen. Und dann braucht man zusätzlich noch als Ingredienz, dass man von seinen eigenen neuronalen Prozessen keine Kenntnis hat. Denn hätte man sie, würde vieles von dem, was wir an Zuschreibungen in sozialen Interaktionen erfinden und uns als Selbstmodell mitgeben, nicht glauben. Die Konflikte sind erst aufgetreten, als wir angefangen haben, aus der dritten Personenperspektive Gehirne zu erforschen. Dann kam plötzlich auf, ja, also das, was wir uns da so zurechtgelegt haben, das stimmt ja so eigentlich gar nicht. Also was sind Inhalte von sozialen Realitäten? Das sind gelübde Verpflichtungen, Verabredungen, Wertesysteme, Glaubenssysteme, alles das haben wir in die Welt gebracht, war vorher nicht da und gehört zu dieser Klasse von Phänomenen. Und die Zuschreibungen, die wir erzeugt haben als Gesellschaft, das ist Verantwortung zum Beispiel, Schuld, Identität, dass wir autonom sind, unser Glaube daran, dass ein Gedanke etwas bewirken kann, und zwar im Gehirn, damit das ausführt, was gedacht worden ist. Alles das sind Konstrukte, die wir durch gegenseitige Abbildung in die Welt gebracht haben. Und da kommt natürlich das Selbstmodell dazu. Wir sind alle erzogen, wir sind alle eingebettet in diese Welt und haben das übernommen, was unsere Vorfahren sich auch schon ausgedacht haben und uns zuschreiben. Und das ist eben die feste Überzeugung und die Erfahrung, und die stimmt auch, dass wir an einer immateriellen Wirklichkeit teilhaben, dass es sowas wie Intentionalität und Freiheit gibt, insbesondere weil dem nicht widersprochen wird, weil wir über unsere Gehirnfunktionen nichts wissen. Und wir glauben auch an die Wirksamkeit mentaler Verursachung, obwohl die physikalisch eigentlich nicht möglich ist, denn jeder Gedanke ist die Folge von neuronalen Wechselwirkungen und nie die Ursache. Das heißt also in der Konsequenz, Freiheitserfahrung lässt sich nicht auf Vorgänge im einzelnen Gehirn zurückführen. Dazu können wir nichts sagen, weil sie erst entstanden ist durch die Wechselwirkung zwischen Gehirnen. Was wir an Gehirnen tun können, ist lediglich festzustellen, wie die kognitiven Leistungen entstehen, die dann, wenn sich Gesellschaften entwickeln und Kulturen entwickeln, die dann zur Emergenz sozialer Realitäten führen, von denen die Erfahrung von Freiheit eine ist. Andere soziale Realitäten, zum Beispiel das Konzept von Bewusstsein, ist auch etwas, was man im Gehirn nicht finden kann. Gut, ich will es damit belassen, aber weil ich jetzt schon mal den Sprung gewagt habe von der Neurobiologie, die über kognitive Funktionen arbeitet, hin zu sozialen Realitäten, die ihrerseits ja der Forschungsgegenstand der Humanwissenschaften sind.
Und ich so das Gefühl habe, dass das eine aus dem anderen irgendwie hervorgegangen sein muss. Denn die sozialen Realitäten sind nicht vom Himmel gefallen, sondern von kognitiven Agenten, die miteinander wechselgewirkt haben, in die Welt gebracht worden sind. Wäre mein Plädoyer, dass wir irgendwann mal anfangen müssen, die Dichotomie zwischen Natur- und Kulturwissenschaften aufzugeben. Und dass es irgendwie möglich werden muss, wenn die Welt kohärent ist, und ich vermute, sie ist es, dass wir diese immateriellen, mentalen, geistigen Dimensionen, an denen der Mensch zweifellos teilhat, als emergente Eigenschaften verstehen lernen, die wir in die Welt gebracht haben, dadurch, dass wir uns zu Gesellschaften, Gemeinschaften zusammengeschlossen haben und angefangen haben, über uns zu reden, uns gegenseitig abzubilden und zu verstehen zu versuchen. So, jetzt endlich. Vielen Dank.